Ich weiß nicht, warum ich dieses kleine Detail so wahnsinnig freut, aber du sollst einen Unterlauf Granatwerfer haben. Torben aus dem Norden hat ein einfaches Zielfernrohr und Beidwelt. Ach nee, Beidwelt hatte die Schrotflinte. Torben aus dem Norden hat ein Gewehr und Unterlauf Brandgranatenwerfer. Ja. So, hier ist gebaut, hier müssen wir jetzt sowas bauen, müssen wir einen Stromverteilungsknoten bauen und wir müssen System Schildgenerator, einmal hier so hin. Ja, oder will ich da Platz lassen? Nee, will ich keinen Platz lassen. So. Will ich das? Ich möchte Lebenserhaltung. Ich möchte hier neben. Möchte hier ein Wandgedüngsi hinhaben. Ich möchte ein kleines Lager hier hinten hinbauen. Da. Und da können dann Dinge aufbewahrt werden. Für Waffen, die hier noch reinkommen werden. Jawohl. Und. Können wir vor dieses Lager? Nee, können wir nicht. Aber wir können hier so ein Bodenlicht hinzaubern. Und dann wird hier auch ausgeleuchtet. Und jetzt gehe ich bei Wänden nochmal rein. Und jetzt machen wir hier wieder ein großes Rumfenster vor, dass wir hier für... Hat das nicht funktioniert? Doch. Einfach nur wartet auf Abschluss anderer Bauarbeiten. Ja, okay. Und dann könnten wir hier auch noch ein Fenster hinsetzen oder da noch ein Fenster hinsetzen. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann, wenn das so ist, machen wir mal so. Dann müssen wir das nochmal ein bisschen erweitern, dass da noch mehr Platz ist für Waffensysteme für die Zukunft. Panzer bekommt auch noch eine Brandgranate. Nö. The Real Panzer, du brauchst ein Gewehr. Du bist aber nicht in der Lage, ein Gewehr zu führen, weil dafür braucht man Waffen 3. Und nur an Gewehre kann man Granatwerfer dran basteln. Du kannst das gar nicht tragen. Das tut mir total leid. Also, nicht wirklich. Aber ein bisschen schon. Bisschen schon. Ich werf die auch mit der Hand. Ja, diese Option gibt's hier leider nicht. Dass man die mit der Hand wirft, fürchte ich. Ja, aber das hier macht mich schon glücklich und froh, dass wir... erstmal haben wir hier ganz vorzüglich so ein Teil. Und das rücken wir bis dahin. Yep. Und, oh, das ist natürlich, was können wir dann hier hinbauen? Dann können wir hier ein Waffensystem hinbauen und dann können wir vielleicht den Gegenstandshersteller hier nicht mit Strom versorgen. Ich glaube, dann lassen wir auch nochmal, ich glaube, wir machen das jetzt einmal so. Ja, also wir müssen hier auch nicht bis in die Mitte irgendwas ziehen. Warum ist... Achso, hier hinten, der ist Reparatur nicht möglich, weil wir keinen Energieblock haben. Oh oh. Okay, wir haben aber ein weiteres Schild. Und wir haben hier ein Lager und da setzen wir jetzt mal Regeln. Alles auswählen, alles raus. Aber wir haben hier oben Energiezellen. Wo sind Energiezellen? Da. Mindestens 3 Energiezellenerzeugung, falls wir weniger als 9 haben, stelle nicht Optronikbauteile her. Falls, um Gottes Willen, falls wir weniger als 9 haben, stelle Energiezellen her. Wie viele Energiezellen haben wir zurzeit? Wir haben im Moment. Was? Keine? Es ist schlecht.
Das ist ganz schlecht. Wir müssen erst wieder Sachen bauen hier hinten. Und wir müssen gleich erstmal... Ach, scheiße, das gibt's doch nicht. Reparatur nicht möglich, Ressourcen reichen nicht aus, weil wir keinen... Oh Gott. Können wir den hier... Wie weit können wir den verschieben? Nicht weit genug. Das ist nicht euer Ernst, oder? Also was jetzt gerade passiert ist, ist... Ich habe hier hinten... Ich brauche hier hinten einen Energieblock... Aber ich kann keine Energieblöcke herstellen, weil hier meine Industrie ausgefallen ist. Wie weit kann ich hier den... Den kann ich auch nicht weit genug verschieben. Ach Gott. Ja, und ich kann keinen weiteren Energieknoten bauen, weil... Ja, okay. Können wir überhaupt Antriebe zünden? Wir können wahrscheinlich nicht mal Antriebe zünden, weil wir hier keinen Energieblock haben. Kann das tatsächlich sein, dass wir so einfach stranden können? Das ist ja abgefahren. Wir sind fertig mit dem Wrack. Können wir die Motoren zünden? Wir können die Motoren zünden. Okay, wir müssen irgendwo hin, wo wir von irgendwem einen Energieblock schnorren können. Er ist kein Softlock, Gott sei Dank nicht. Da sind Piraten, da sind... was wollt ihr? Zielort finden, finde Versteck des Piratenpakts. Da oben kommen... Da kommt ein Pirat, ein Sklavenhändler, Gildi, ein Piratenpakt kommt da angeschnöpelt. Da oben sind SklavenhändlerInnen. kannst diese Mission... Ja, genau. Ausweichen? Ausweichen erfolgreich? Gut, die Piraten. Den sind wir... Okay. Dann springen wir mal nach da. Ich will all diese Sachen nicht. Forschungsstation bauen. Okay. Da sind die Sklavenhändler hingesprungen. Ich möchte jetzt eigentlich wieder zurück zum Baron. Okay, da kommen... Piraten. Wir springen nach da. Wir springen nach da. Sehr gut. Da. Versteck des Piratenpaktes. Habe ich Interesse. Hier scheint kein Wrack aufgeflogen zu sein. Die sind weggesprungen, so wie es aussieht. Wir gehen jetzt hier hin, weil die... Wir parken mal hier so und nehmen dieses Schiff hier weiter auseinander. Herzlichen Dank. Nicht vorantreiben. Das nehmen wir weiter auseinander und wir treiben Handel mit euch. Wir bräuchten nämlich... wir verkaufen euch eine kugelsichere Weste. Ja. Gewebe. Und wir hätten gerne... Einen Energieblock. Ja. Dann können wir hier oben alles reparieren und dann, dann kann die Industrie weiter funktionieren. Ja, aber normalerweise, ich habe jetzt gleichzeitig ein Schild gebaut und so einen Stromknoten. Deswegen haben wir keine Energieblöcke mehr. Ich muss hier bei dem Optronik-Hersteller einfach sagen, falls wir weniger als 4 Energieblöcke haben... Mach mal Energieblöcke. 3 Tech-Blöcke reichen. Aber 4 Energieblöcke sind, glaube ich, wichtig. Dass wir immer einen auf Tasche haben, irgendwie. Einen mehr. Ja, dann haben wir das gemacht und gehen jetzt hier weiter und machen jetzt mal ein bisschen Fast Forward. Und vielleicht kommen dann ja gleich die Sklavenhändler hierhin zurückgesprungen. Was wir auch machen können, wäre... Hier wäre noch Platz für ein Sofa oder sowas. Aber wir können hier auch die Experimentierbank hinsetzen. Aber die kann eigentlich da stehen bleiben, merke ich gerade. Aber ich glaube, wir sind jetzt langsam...
Also so viele Sachen haben wir jetzt nicht mehr zu erforschen. Ach doch, wir haben noch relativ viele Sachen zu erforschen. Will ich eine zweite Vor... Brauche ich noch eine zweite Forschungsstation? Wir sind jetzt nicht mehr so getrieben. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir machen... Wir demontieren diese Forschungsstation und setzen hier ein Waffenkontrollpult hin. Und dann haben wir hier unser Cockpit mit den ganzen Kontrollen an einer Stelle. Das passt dann ganz genau. Und dann können wir hier oben auch Waffen installieren. Dass wir ein bisschen Offensivkapazitäten bekommen. Hier haben wir ein Lager. Wenn wir diesen Stromerzeuger hier wegmachen, dann können wir hier auch ein Schild hinsetzen irgendwie. Noch ein weiteres. Oder wir machen hier ein zweites Schild hin. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall könnten wir... Wir könnten hier vorne noch eine wundervolle Punktverteidigung hinsetzen. Was kostet... Bevor ich jetzt was kaufe, kostet eine Punktverteidigung wahrscheinlich auch... Ja, kostet zwei Energieblöcke. Wir müssen erstmal den Handel abschließen mit dem Energieblock. Und hier hinten Dinge reparieren. Ist der Energieblock geliefert worden? Ich hoffe. Nee, der Energieblock ist noch nicht geliefert worden. Das Ding ist immer noch kaputt. Ich kaufe mal... Entschuldigung, ich weiß nicht, was meine Leute machen. Ich kaufe mal zwei. Einfach. Ist jetzt so. Und hier beim Zivilisten, habt ihr Missionen? Nein. Können wir mit euch Handel treiben? Haben wir mit euch schon Handel getrieben? Kann gut sein. Ihr kauft Biomasse. Deswegen ist ja die Chance groß, dass wir mit euch noch keinen Handel getrieben haben. Ihr hättet auch Energieblöcke. Chemierohstoffe. Chemierohstoffe sind wir... Vielleicht überkompensiere ich gerade ein bisschen. Das kann sein. Das kann sein. Chemierohstoffe sind das seltenste Gut hier im Spiel. So, es kommen die Piraten zurück. Die sind diesmal alleine. Wir haben Zivilisten, mit denen wir handeln. Die ja vielleicht wieder schießen. Wir haben ein Schild mehr. Und okay, es ist der Stromknoten ist repariert. Wir haben ein Schild mehr. Wir Waffensteuerpult braucht zwei Tech-Blöcke, die wir im Moment nicht haben. Ja, wir kommen auch noch dahin, dass wir Tech-Blöcke wieder haben. Aber ja, Waffen können wir jetzt erstmal nicht bauen, mit denen wir uns in irgendeiner Weise zur Wehr setzen. Wir könnten noch ein Schild bauen. Könnten wir auch nicht, weil wir keine Tech-Blöcke haben, ne? Ja, dafür brauchen wir... Oh, für ein Schild brauchen wir fünf Energieblöcke. Ja, okay. Okay. Das heißt, ich weise den hier an. Falls Energieblöcke... Falls wir weniger als 6 Energieblöcke haben, bau Energieblöcke. Und falls wir weniger als 6 Tech-Blöcke haben, bau mal Tech-Blöcke. Ich fürchte, wir müssen so viele machen. Da gehen dann auch unsere Infrastrukturblöcke langsam zur Neige. Der Handel ist mit denen hier noch nicht abge... Black Dwarf. Okay, wir handeln weiter mit dem, mit der Black Dwarf. Wir gucken nochmal. Ich muss von denen, glaube ich, würde gerne von denen vielleicht Infrastrukturblöcke kaufen. Oder andere Rohstoffe? Nö. Ich kaufe mal zwei Infrastrukturblöcke von euch. Und möchte ich noch was anderes kaufen? Habe ich noch was anderes zu verkaufen? Nee. Weil aus den Infrastrukturblöcken bauen wir die anderen. Ne? Also deswegen. So. Jetzt gucken wir mal. Ein Schild mehr. Und es ist nur ein Piratenschiff. Nicht zwei, die auf uns schießen. Aber nur ein Schild mehr ist jetzt auch nicht so doll.
So. Das Schiff hat keine Schilde und scheint beschädigt zu sein. Das ist das, was hier eben war. Mein Gott, ich muss nochmal Nase putzen. Jetzt bin ich gespannt, auf wen hier... Okay, die Zivilisten schießen direkt wieder drauf. Das Schiff streut sowohl auf uns als sehr viel auf uns. Aber jetzt auch auf die Baron-Basis. Oh Junge. Ich muss nochmal Nase putzen. Moment, ich mache auf Pause. Die Kämpfe sind irgendwie aufregender in Alpha 19. Weiß ich auch nicht. Okay, wir haben immer noch sehr viel mehr Schild, als wir es eben hatten. Ein paar Schüsse verirren sich in unsere Richtung. Die kriegen aber jetzt auch wirklich viel ab. Ja, die können jetzt auch nicht mehr so viel schießen, weil deren Geschütze sind down. Nicht alle, aber die meisten sind jetzt down. Ja, Autogeschütze. Die haben noch Punktverteidigung. Das heißt, ich möchte jetzt nicht einfach einen Shuttle vollpacken und hinfliegen, weil da sind auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute drauf. Wir lassen die mal sich schön hier bekriegen und zu Klump schießen. Warum schießt du auf mich? Ich dachte gerade, da ist irgendwas rot, aber da wird einfach nur die Forschungsstation auseinandergebaut. So, jetzt sind hier alle Waffen, alle kleinen und alle großen Waffen weg. Und sie kriegen jetzt weiter auf die Fresse und machen keine Anstalten, ihre Antriebe zu zünden. Wenn das dann gleich erledigt ist, sag ich mal, könnten wir... Ah, wenn die abgeschossen sind, dann sind das natürlich... Sind da ja trotzdem noch Leute an Bord. Wir könnten dann vorsichtig mal reinluken. Wir gucken einfach mal. Wir laden mal unser Away-Team ein, weil das Schiff hier ist ja... Können wir einfach mal so in die Richtung fliegen. Und ein Antrieb ist kaputt. Ich nehme mal an, dass Außenteams von den Zivilisten und vom Baron hier vielleicht was auseinandernehmen wollen. Aber wenn sie die Gelegenheit nicht wollen, dann machen wir das. Sind alle im Shuttle? Es sind alle im Shuttle. Wir fliegen einfach mal so hier in die Nähe. Und gucken. Wir gucken ja nur. So, da so hin. Wir gucken nur. Düdelü. So, vielleicht auch hier so hin. Eher so durch dieses große Loch könnten wir mal reingucken. Ob da einer guckt. Oh, bewegen wir uns mal vielleicht hier hin, so ganz vorsichtig. Und jetzt sind sie gleich... Ist das Schiff gleich weg? Und, Ah, okay. Da ist auch der Baron direkt. Das, ist ja vielleicht nicht schlimm. Dann docken wir doch mal hier hinten an und gucken einfach mal, was hier so ist. Es sind jetzt überall so Löcher in den Rumpfen. Die docken da hinten an. Wir gucken jetzt einfach mal, ist hier einer? Hallo? Alle mal hier hingucken, bitte. Ah, hier ist ein Maschinenraum. Okay. Ge